Ihr Unternehmen unterhält Standorte in China, beschäftigt dort Mitarbeiter, die sowohl auf Dienste und Server in ihrer Zentrale in Deutschland als auch auf internationale Cloud-Dienste und das öffentliche Internet zugreifen möchten. Durch die zunehmende Abschaltung der VPN-Kanäle durch die Great Firewall of China wird die Kommunikation für westliche Unternehmen erschwert. Betroffen sind davon Firmen, die in China Werke oder Töchterunternehmen betreiben. Die gesamte Kommunikation über ihre MPLS-Verbindungen abzuwickeln, ist bei steigendem Bandbreitenbedarf jedoch teuer. MPLS-Bandbreiten sind nicht billig. Was sie benötigen, ist eine offiziell zertifizierte, einfache, flexible, schnelle und vor allem kostengünstige Alternative. SafeCall betreibt in Zusammenarbeit mit China Telekom bereits seit 2017 eine hervorragende, von der China Telekom lizenzierte SD-WAN-Lösung, SafeCall China Access. Sie wird nicht durch die Great Firewall of China geblockt, bietet eine Verfügbarkeit von 99,9% und je nach Standort stabile Pingzeiten um die 200 Millisekunden. SafeCall China Access bietet Ihnen 6 Anwendungsszenarien, um wirklich alle Ihre Connectivity-Bedürfnisse von und nach China optimal zu bedienen. Schauen wir uns das genauer an. Erstens, SD-WAN mit Cloud Gateways. SD-WAN-Endgeräte werden an allen Kundenstandorten deployed und per IPsec-Tunnel mit den Cloud Gateways verbunden. Jedes Cloud Gateway ist direkt mit China Telekoms Low Latency Backbone und damit allen wichtigen Cloud-Anbietern inner- und außerhalb Chinas performant verbunden. Hiermit können Ihre Nutzer in China auf globale Dienste zugreifen. Zweitens, hybrides WAN. Traditionelle Router, also CPE, werden ersetzt durch SD-WAN-Boxen, also CAE. Dies ermöglicht es Ihnen, sowohl internetbasierte IPsec-Tunnel als auch MPLS-Verkehr für kritische Anwendungen zu nutzen und dies per Orchestrator zu verwalten. Sie führen damit ein Policy-Based Routing und Load Balancing zwischen MPLS und IPsec-Verbindungen durch. Für höchste Verfügbarkeit, Bandbreite und vor allem Kosteneffizienz. Drittens, hybrides WAN ist eine Netzwerkerweiterung mit SD-WAN. Ihr Datenverkehr in Ihrem bestehenden MPLS-Netzwerk wird, wie bisher, separat behandelt, aber ein IPsec-Tunnel als Backup integriert. Kunden behalten ihre bestehenden MPLS-Router für den geschäftskritischen Verkehr. Unkritischer Verkehr wird per SD-WAN über das Internet geleitet. Teure Bandbreitenerhöhungen im MPLS können so umgangen werden. Viertens, ein voll vermaschtes Cloud-Centric WAN über VCAE. Eine schöne Lösung, geeignet für Unternehmen, die beste Verbindungen zu Cloud-Services wie Amazon oder AWS benötigen. Eine CAE wird hierfür in der Niederlassung installiert und eines auf der virtuellen Cloud-Plattform von China Telekom. Nun wird ein direkter IPsec-Tunnel aufgebaut, ohne ein Cloud-Gateway zu passieren. Fünftens, Remote SaaS. Zugriff für mobile Geräte, unsere SD-WAN-Lösung, kann zur Unterstützung des mobilen Zugriffs auf SaaS-Standorte eingesetzt werden. Mobile Geräte können über einen IPsec-Tunnel, also Layer-2-Protokoll oder SSL-VPN, mit dem China Telekom Cloud Gateway verbunden werden. Von dort aus kann das mobile Gerät mit dem internationalen SaaS-Standort verbunden werden. Last but not least, die 6. SafeCall China Access-Lösung. SaaS-Plattformbeschleunigung, ein On-Demand-Zugang zu Office 365, Salesforce etc. In dieser Topologie kann der IPsec-Tunnel per SD-WAN-Box in China bereitgestellt werden, um das China Telekom Gateway zu erreichen. Und natürlich kann der Kunde auch von internationalen Standorten ebenso auf die China Telekom Cloud zugreifen. Von der China Telekom Cloud aus besteht dann Zugang zu Office 365, Salesforce und so weiter. Nun fragen Sie sich wahrscheinlich, wie lange es dauert, einen solchen Service für Sie zu schalten. Je nach technischer Lösung und abhängig davon, ob Sie auch eine neue Internetleitung von uns bereitgestellt bekommen möchten, können wir Ihnen bereits innerhalb 7 Werktagen eine SafeCall China Access Lösung realisieren, die Sie gerne auch als Try and Buy, ganz risikofrei, für sich bestellen können.
Damit erhalten Sie einen Proof of Concept und verlieren im Bestellprozess keine Zeit. Ich hoffe, Sie haben einen guten Überblick über unsere zertifizierten SD-WAN-Lösungen nach China erhalten. Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen wie immer gerne zur Verfügung. Sparen Sie sich das Googlen, kontaktieren Sie einfach mich. Sprechen wir. Vereinbaren Sie jetzt ein Online-Meeting mit uns, rufen Sie mich an oder senden Sie eine Mail. Wir helfen Ihnen gerne, sparen Ihnen eine Menge Zeit und möglicherweise bewahren wir Sie davor, eine Lösung zu wählen, mit der Sie später nicht zu 100% zufrieden sind. Ich hoffe, das hat Ihnen geholfen. Sie ehren uns mit Ihrem Daumen hoch und abonnieren unseren Kanal. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.